Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Deponia. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Wir sind noch immer nicht recht weit. Warum ich jetzt nochmal einen Luftballon habe, ich habe keine Ahnung. Ist aber auch egal. Hier zu dem Dietrich komme ich noch immer nicht ran. Ich würde sagen, wir gehen hier jetzt erstmal ein bisschen wieder rum. Ich schaue jetzt nochmal zu Tonis Hütte. Und habe ich hier irgendwas übersehen? Mantel. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Mehr ist wohl nicht zu. Reicht ja auch. Ist jetzt vielleicht im Kühlschrank was drin? Kann man den hier reinstopfen oder da? Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Atoni hat darin. Und kann ich den hier reinstopfen? Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Jawohl, wisst ihr, was wir jetzt machen können? Wir können jetzt endlich diese dämliche Windschutzscheibe hier putzen da. Muss das wirklich sein? Ja, muss sein. Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht Schmutzipu. Dämlicher Name. Hat nicht der Typ von dem Sprengkommando gesagt, er hat einen Schlüssel gefunden? Hallo nochmal. Hi, Rufus. genau. Nochmal wegen des Schlüssels. Nochmal? Na, wenn's sein muss, wie war noch gleich dein Name? Da steht es da. Schnutzipu. Schnutzipu? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipu. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Pink. Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ich liebe das Ballett. Volltreffer. Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute Locker. ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipu. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Aha, haben wir den Schlüssel? Ja, da, cool. Wir haben den Schlüssel. Das heißt, theoretisch müssten wir jetzt das aufsperren können. Die Motor aber ist jetzt offen, oder? Hey, da ist die Batterie. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? So viel Power in so einer Schrottkarre. Was für eine Verschwendung. Sie lässt sich nicht ausbauen. Vielleicht. Da besteht keine Fluchtgefahr. Was brauche ich denn dafür? Der Bohrer? Ich will an die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Yeah. Wie kann ich denn das jetzt auffangen? Vielleicht brauche ich das noch. Ich suche mir besser ein anderes Gefäß. Traktor. Nee. Auf alle Fälle brauche ich jetzt da die Batterie, so muss ich irgendwo anfangen, auffangen. Gleich nochmal. Irgendwo oder habe ich keine. Das Zeug sieht harmlos aus. Ich denke, ich kann mir erlauben, dass ein paar Spritzer daneben gehen. Nee, also so nicht. Das nächste ist, als ich mir die Videos so angeguckt habe, habe ich mir gedacht, naja, hier stehen drei Leute mit komischen Hüten. Wenn man es hier genau guckt, hier sind auch überall so komische Dinge abge. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Wenzel ist ja weg. Haben die anderen auch Hüte? Ich habe keine Ahnung.
Auf alle Fälle habe ich mir gedacht, ich gucke jetzt mal, ob ich das beim Sprengplan irgendwie habe. Wenn ich jetzt sage, okay, ich packe das dahin. Das ist, glaube ich, das hier. So. Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! Ja, es ist wie die Hüte von denen, glaube ich. Schauen wir mal. Wo schon weg sind sie? Huch. Eigentlich hätte ich die 1 verdient. Aber die 63 tut's auch. Ah, Rufus. Ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der 3 reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab. Aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Lotek? Sein Scheiß Ernst? Was? Er stört! Huh? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Ich hatte auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Aber ich hab sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich hab sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar, wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuwak auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus. Immer wenn Chaos in Kuwak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz! Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die... Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Nein, nichts weiter. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Ich muss in den Sitzungssaal. Da geh halt du selber einfach. Nanu? Er ist weg? Naja, auch gut. Ich nehm mal einfach mal was mit. Was ist denn hier?
Was ist denn das für ein Gerät? Wie kann man auf so einem Ding nur schlafen? Wobei, wer so bescheuert ist, in seinem Schreibtisch zu pennen? Nächster bitte! Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Es sieht aus wie ein Wassersymbol halt. Ich will das jetzt zumachen. Leute, seht ihr das? Die Weltding sieht aus wie Harvey. Ist das cool. Wenn da der Schlüssel zur Welt reingehört, na dann gute Nacht. Ich verbummel ja sogar schon immer den Haustürschlüssel. Ah, das finde ich wieder ein cooles Gimmick. So, was ist das? Fernschreiber. MACHTSGUTIHR Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwok angekommen. OOICURNEDOT. Hä? Entweder war da eine Katze auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. Irgendwie sowas. Ich sagte, weg da! Das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist. Okay. Ich kann nicht empfehlen, sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie. Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus, du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Auf alle Fälle habe ich jetzt ein Glas. Ich habe jetzt das Gespräch gehört. Ich möchte jetzt mit dem Glas den Scheiß hier einsammeln hier. Kann ich das so? Haha, ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. Ohne Worte, so. Wir haben jetzt das besonders aufputschend. Wir haben energiereiches Wasser dadurch jetzt. Die Wünschelrute rührt sich nicht. Offenbar kennt sie nur klares Wasser. Also, das Erdmagnetfeld funktioniert hier einwandfrei. Da besteht keine Fluchtgefahr. Das muss nicht umgefüllt werden. Niemals. Mein Inventar könnte abbrennen. Und Toni wird es nicht noch einmal flicken. Die hat sowieso nicht mal. Also, das Erdmagnetfeld? Diese Gutscheine kann man in der Post einlösen. Vorausgesetzt, man kennt jemanden, der sich über Bleigewichte freut. Okay. Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, wie meinte... Gut. Dann gehen wir mal da wieder.
Meine Katzen spielen schon wieder. Kann ich mit dem irgendwas zersetzen? Gott sei Dank bin ich ein Geschick. Okay, verdammt. Also nicht. Gott sei Dank. Ach nee, jetzt drücke ich nochmal drauf. Gut, dann schauen wir jetzt nochmal zu Goal und reden mal mit den ganzen Leuten da drinnen. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Danke fürs Gespräch. Okay. Nichts zu danken, wirklich. Bei dem war dasselbe wie sonst auch immer. Beim Bürgermeister. Aber Rufus, Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. Aber Sie sind vergessen. Sieh an, Wenzel ist auch da. Ist jemandem was zu essen runtergefallen oder warum kriegst du hier rum? Ich warte natürlich darauf, dass Ghoul aufwacht, damit ich sie mitnehmen kann. Ha, träum weiter. Es stimmt zwar, dass Ameisen das Zehnfache ihres Gewichtes tragen können, aber warum sollte Ghoul, eine elysianische Orbit-Elfe, sich mit jemandem wie dir abgeben? Oh, Rufus, du hast mich immer unterschätzt. Sieh mich an. Ich bin ein gemachter Mann. Wer auch immer dich gemacht hat, der hat auf der Hälfte aufgehört. Ich bin reich. Ich habe eine Wasserader im Keller. Du hingegen hast nicht mal einen Keller. Du hast gar nichts, Rufus. Na und? Daran erkennt man die Leute, die immer alles geben. Und was soll ich auch mit einem Keller in Kuwak? Ich gehöre hier nicht her. Genauso wenig wie Goal. Und wenn ich sie erst einmal aufgeweckt habe, werde ich sie nach Elysium begleiten. Du wirst schon sehen. Ich habe eine Idee. Ich habe ihn nicht gewählt, damit er sich in meine Sachen einmischt. Habe ich ihn überhaupt gewählt? Oder irgendjemand anderen? Oh Mann, Politik ist echt kompliziert. Ich habe ihn nicht gewählt. Habe ich ihn überhaupt? Oder oh Mann. Ha. Das nehme ich hier. Eine komische Tasche. Oh, aber sie vergessen. Das schreit doch geradezu nach einem raffinierten Manöver. Dr. Gizmo? Was denn? Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Doch kein Notfall. Ich hab ne Idee. Ich hab ne scheiße Idee. Das passt so schön. Danke fürs. Nicht wirklich. Weil das haben wir auch noch. Und wir haben das noch. Und er ist ja 3 in 1. Also muss funktionieren. Komm, funktionier einfach. Das würde Brandmeister Gizmo sicher gefallen. Ich behalte die Idee mal im Hinterkopf. Ach nö. Muss ich jetzt vorher, muss ich gucken, dass das andere, was hier... Meine Idee wäre gewesen, das Feuer anzuzünden. Er müsste dann auf Feuerwehrmann gehen, müsste das löschen. Und dann hätte ich in Ruhe, könnte ich dem Bürgermeister einen Diebstahl unterschieben. Das wäre jetzt gerade meine Idee gewesen. Okay. Das heißt, ich habe noch irgendwas übersehen. Andere Leute denken sich nur, Bankari, genau da. Und ich denke mir noch, okay. Was ist das? Kann ich hier? Eine Prise Schwarzpulver? Laut Rezept kommen Pulver und Wasser getrennt in die Maschine. Okay. Eine ganze Chilischote. Und jetzt? Belebende Flüssigkeit, energiereiches Wasser, klares Wasser, besonders aufputschend. Okay. Fehlt nur noch eine Zutat.
Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Ich sollte mich beeilen. Das Zeug hat sich schon fast durch das Glas gefressen. Ich brauche auf alle Fälle nochmal klares Wasser. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken. Was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit ihr ausgehalten und ist ausgebüxt. Er ist an Altersschwäche gestorben. Ist doch egal. Nachdem du ihn versehentlich mit Drogerie infiziert hast. Also meine Version war lustiger. Kann ich jetzt noch irgendwas? Hier ist nichts. Nach oben kann ich mir nur den Schacht nochmal angucken. Okay, der wird zugemacht dadurch. Ist ja auch egal. Und dann kann ich hier in den Keller. Da ist das Wasserding. Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Puh. Kann ich? Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Wir brauchen doch klares Wasser. Und was ist, wenn man das von Tonis Haus nimmt? Schauen wir mal. Hier ist nur noch die Klingel. Und auch, wenn man nochmal hinter das Haus geht, dass man nichts übersehen hat. Okay. Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. Okay. Stecke ich meine Hand garantiert nicht nochmal rein. Nur weil Toni mich aus dem Dachboden raushaben will, muss ich doch nicht gleich ins Mauseloch umziehen. Nur weil Toni mich... Hier kann man nichts machen. Ich frage mich aber, was sich mit dem Mauseloch aus sich hat, hinter Toni. Da habe ich hier irgendwas übersehen. Nein, hier gibt's nichts mehr. Gar nichts mehr. Plörre. Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Das ist doch... Hier ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Zu Toni können wir nicht rein, weil die... Ja. Ein Knall hat. Von dem ab. Ach, meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Und da kann ich beim Fernrohr was mitnehmen, oder was? Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Okay, er macht mit rechts und mit links liegt dasselbe. Es läuft doch... Gut, dann dürfte... In der Hütte jetzt erstmal nichts mehr sein. Ich habe keine Ahnung. Schwierig. Das rinnt noch immer aus. Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Mhm. Freigegeben ab 18, der Blutmodus. Immer noch unter meinem Niveau, aber wenigstens sind die Taurintanks jetzt auf. Kann man den aufbohren? Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Okay, weil es ist jetzt genau noch das. Windschutzscheibe haben wir sich angeguckt, Traktor kann man auf und zu machen, Hebel bringt auch nichts, also gehen wir wieder. Notfall melden können wir auch nicht, wenn es das Haus war mal, bei Tonis Hütte war mal, in der Gasse, das wäre jetzt dann nur maximal bei ihm.
Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles in dem Rezept. Besorg die Sachen und komm wieder zurück. Ich präpariere derweil die Espresso-Maschine. Alles klar. Wegen des Pulvers. Schieß los. Ich hab schwarzes Pulver. Gut. Es ist aber kein Schwarzpulver, oder? Nein. Ich sag das nur, weil es extrem gefährlich wäre und... Ja, nein, schon klar. Es ist einfach nur schwarzes Pulver. Wie im Rezept. Gut. Was meinen die wohl mit besonders aufputschend? Keine Ahnung. Eine Art Aufputschmittel vielleicht? Vielleicht hat Dr. Gizmo ja was in seiner Praxis. Dabei fällt mir ein, Dr. Gizmo hat doch bestimmt eine Art Aufputschmittel in seiner Praxis. Und was hab ich gerade gesagt? Keine Ahnung. Wenn du öfter mal was Hilfreiches sagen würdest, würde ich vielleicht auch mehr zuhören. Das habe ich wohl verdient. Ich schaff das schon. Beeil dich. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine auszuprobieren. Okay. Sieht ganz schön abenteuerlich aus. Ist es auch. 1A, das wollte ich hören. Wegen des Wassers. Lass laufen. Klares Wasser. Wo gibt's denn sowas? Höchstens in Legenden. Mein Vater hat mir immer die Geschichte erzählt, wie er damals Kuwak auf einer klaren Wasserader gegründet hat. Ach, dein Vater war genauso ein Schnacker. Wen meinst du denn jetzt mit genauso? Nicht so wichtig. Okay. Ich habe eine energiereiche Flüssigkeit. Ist das Batteriesäure? Vielleicht. Für wen ist dieser Wachmacher noch gleich? Für die Liebe meines Lebens. Da kann man ihr nur wünschen, dass du nicht lange lebst. Im Rezept steht etwas von belebender Flüssigkeit. Das verstehe ich nicht. Wie kann das gemeint sein? Eine Flüssigkeit, die etwas Totes zum Leben erweckt? Gruselig. Was ist denn daran gruselig? Stell dir doch mal vor, ein Kühlschrank, der... einem das Essen zum Bett bringt. Man merkt, dass du nie mit Toni zusammen warst. Ich schaff das schon. Beeil dich. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine auszuprobieren. Und ich glaube, dann haben wir wissen. Du wirst nicht glauben, was ich erlebt habe. Wahrscheinlich nicht. Also kannst du es auch genauso gut für dich behalten. Aber die Geschichte hat alles. Action, Dramatik, Liebe. Kommt ein Drache drin vor? Nein. Dann bin ich nicht interessiert. Wobei, Moment, lass mich erstmal ausreden. Ich glaube, da war wirklich ein Drache. Zu spät. Verdammt. Ich gehe dann mal Zutaten besorgen und so. Mach das. Ich warte hier. Die Tasse ist noch leer, mit Betonung auf noch. Und da kommt wohl das Pulver rein. Okay. Lonzo versucht sich wohl als Tüftler. Süß. Okay, ansonsten ist hier... Was ist das? Der ist dann wohl für das Wasser. Kann ich das... Eine energiereiche Flüssigkeit. Bevor es in den Tank darf, muss es allerdings noch fertig gemischt werden. Okay. Jetzt habe ich Doppelklick raus gemacht, gell? Ich muss irgendwie an den Schlüssel rankommen und irgendwie da rein. Also, das Erdmagnetfeld funktioniert hier einwandfrei. Kein Grund nachzujustieren. Soll man eventuell, ich habe ja den... Das eine Ding, also den Polizeiteil-Scheiß, hab ich ja bei der Feuerwehr reingemacht, ja? Muss ich jetzt den hier reinpacken? Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Und was ist... Na, Hebel nach unten. Irgendwie lande ich immer hier drin. Und da ist nämlich das Zeug drin. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Hier oben ist ja das jetzt da drinne. Da ist ein Loch in der Plattform.
Nicht kleckern, sondern klotzen, war schon das Motto meines Vaters. Ich persönlich finde Kleckern gar nicht so verwerflich. Besser nicht. Ich könnte ein Stromkabel treffen. Oder ein Wespennest. Oder mein Schulterblatt. Alles schon gehabt. Nein, dies ist ein trauriger Tag für Kuvok. Der Tag meiner Abreise. Moment mal, steht da etwa auf Nimmerwiedersehen Rufus auf den Ballons? Oh. Okay. Das sitzt auch so schon fest genug. Okay. Dann würde ich aber sagen, ich beende die heutige Folge hier. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.